Tour de Suisse TV wird Ihnen präsentiert von Würth und unterstützt von Skoda, AXA Winterthur, BP Ultimate und Sport.ch. Guten Morgen miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zum Tour de Suisse TV. Wir sind jetzt bereits hier am Start in Gossau. Hinter mir sehen Sie die Showbühne. Dort verschiedene Veranstaltungen, Shows, Bands, die spielen. Und dann natürlich ganz wichtig, die Fahrerpräsentation jeweils vor dem Start. Hinter mir sehen Sie Jennifer N. Gerber. Dort gehen wir nachher dann noch zuhören. Und ich treffe Sie dann für einen kurzen Talk. Aber es läuft natürlich nicht noch viel auf der Showbühne, sondern auch da. Wir sind jetzt im AXA Winterthur Zelt. Da sehen Sie, da können die Herren ihre Wädchen massieren lassen. Was machst du genau da? Dem Herrn seine Wade massieren. Und hast du eine Ausbildung, eine Massageausbildung? Ja. Und wie ist es? Das ist perfekt, das ist wunderschön. Ich hoffe den ganzen Tag da. Bist du Radfahrer oder sitzt du jetzt einfach an, um dich ein bisschen verwöhnen lassen? Ich bin Hobbyfahrer. Okay, dann viel Spass an der Tour de Suisse. Da hinten sehe ich den Patrick Hesse. Er moderiert heute Morgen. Patrick, normalerweise bist du Radiomoderator. Was machst du da? Ja, ich tue da ein bisschen die Leute unterhalten im AXA Winterthur Zelt. Ein bisschen erzählen, was da alles läuft. Den Wettbewerb, den man bei uns machen kann. Schöne Preise gewinnen. Neben die Massage, die du bereits gezeigt hast, das läuft wie am Schnürli da. Ich glaube, halb Goss auch will sich heute die Wade massieren. Oder natürlich auch Kaffee und Mineral, was man da ein bisschen haben kann. Und du bist auch schon angesessen? Nein, ich schaue zwar immer zu, ich muss unbedingt noch gehen, bevor man da dann wieder die Start-Village abbrechen. Genau, sonst weisst du ja gar nicht, ob das wirklich auch schön ist, was die Leute hier machen dürfen. Also viel Spass noch. Jetzt habe ich da hinten gerade noch Anita Burig. Da gehen wir jetzt glaube ich, auch noch schnell schauen. Anita, du bist ja schon lange mit dabei bei der Tour de Suisse. Ist das dein Kleiner? Ja, jetzt ist mein Sohn auf Besuch gekommen, wenn man schon mal Heimvorteil hat und in der Ostschweiz unterwegs ist. Finde ich echt cool. Vermisst du ihn in den paar Tagen, wo du nicht da bist? Ja, logisch. Also jede Mutter würde ihr Kind vermissen, wenn man so 9 bis 10 Tage weg ist. Oder? Es ist schön, dass wir da sind heute. Was machst denn du genau bei der AXA Winterthur? Also ich mache VIP-Betreuung. Dann fahre ich manchmal auf den Etappen mit und erzähle, um was das geht. Weil jetzt bin ich gleich schon das 5. Mal an der Tour de Suisse und kenne den Ablauf recht gut. Und am Abend die Siegerehrung vom Sprint. Jenny, es ist nicht wirklich deine erste Tour de Suisse. Wie viele Jahre ist es bereits? Also ich kann fast nicht mehr mit, aber ich glaube, es ist schon etwa 6. oder 7. Mal. So, ja. Verändert sich das jeweils oder ist das ein bisschen Routine jetzt geworden mit der Zeit? Ja, so eben angefangen habe ich natürlich auch als Siegerdamen, oder? Und ich habe mich nachher auch persönlich als Moderatorin weiterentwickelt und bin jetzt auch schon das 3. Mal als Moderatorin mit dabei und das ist natürlich lässig, da läuft einiges. Was ist denn genau dein Job jetzt da, der Tour de Suisse? Also ich tue im Start-Village einfach halt das Animationsprogramm anmoderieren, mache verschiedene Quiz mit den Leuten, mache das Interview mit dem UK-Präsident und nachher fahren wir eigentlich vor dem Start los ins Ziel und dort geht es ein bisschen um die Leute zu animieren, ein bisschen erzählen, was läuft und sie werden ja mit Fanartikeln ausgerüstet. Damit es halt nachher ein schönes Bild gibt für den Fernseher. Und ich tue einfach ein bisschen halt kommentieren, nebst dem Renngeschehen, wo der George Lüchinger macht, alles andere, was passiert. Merci vielmals, Jenny. Sie haben es gehört, Jenny geht jetzt vom Start zum Ziel. Wir bleiben noch ein bisschen beim Start und schauen, dass wir da für Sie noch ein paar spannende Bilder bekommen. I wear my winter jacket because it's really cold. Are you not cold? No, I am cold, but now maybe... the first hour, we can do good the first part of the race, but the last part when you are wet is a little bit different. But we'll see. Es ist mühsam, ja, weil der Sommer sollte eigentlich jetzt mal bald einmal da sein und ich habe noch im Sommer Geburtstag, sage ich mal, ich bin ein Sommerkind und muss eigentlich beim Regen jetzt da jeden Tag wieder mich aufs Rad quälen, sozusagen. Ist das ein Quälen? Es ist schon ein bisschen ein Quälen, weil hier in der Schlott hat man schon als wie ein verfrorener Hund, muss man sagen. Also gestern war es zeitweise schon auch kühl und glaube ich, heute wird es noch ein bisschen kühler. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, der Start ist in ein paar Minuten und ich befinde mich jetzt mitten unter den Fahrern. Bei mir ist David Losli. David, es schiffen, dann ist wieder schön, es ist kalt, es ist warm. Du lachst einfach immer. Ja, das täuscht. Ehrlich gesagt, innerlich sieht es ein bisschen anders aus. Ich freue mich auf morgen. Eben, morgen soll es, glaube ich, besser Wetter sein. Und bis jetzt ist aber das Wetter nicht wirklich massgebend für deine Leistung. Du zeigst eine Top-Leistung bis jetzt. Ja, aber ich denke, gerade die erste Etappe, wenn man mal gut startet, dann nimmt man natürlich Motivation mit und ich hoffe, es geht so weiter. Und wenn es schönes Wetter kommt, dann geht es hoffentlich noch ein bisschen besser. Und die Etappe heute, die liegt ja, oder? Ja, ich denke, es ist fast ein bisschen
ein bisschen zu einfach, blöd gesagt. Ich denke, es ist mehr für die Sprinter und es wird ziemlich ähnlich werden wie gestern, habe ich das Gefühl. Und dann, wenn es wieder ähnlich wird wie gestern, dann kann ich ja wieder heute warten auf dich, auf der Bühne, oder? Ja, hoffen wir schon, ja. Das hoffe ich auch. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Ja, und ich glaube, ich bin ja nicht lebensmüde. Ich schwiere jetzt langsam ab und lasse die Fahrer zufahren. Wir müssen auch nach Domadems gehen. Dort warten nämlich mein nächster Gast auf mich. Ja, der Herr, der bei mir ist, der kennt jeden, der viel zu tun hat mit Eishockey, der Mr. Spengler-Göb, der Freddy Pargetti. Freddy, was machst du am Radrennen? Wir sind hier runtergekommen, um zu lernen. Wir haben ja bekanntlich geplant, nächstes Jahr auch eine Etappe durchzuführen im Rahmen der Tour de Suisse. Und jetzt wollen wir schauen, wie das so funktioniert. Und wenn du schon da bist, wie findest du es? Ja, ich bin jetzt gespannt, was dann nachher passiert. Bis jetzt bin ich beeindruckt. Wir haben vor etwa 10, 12 Jahren das letzte Mal eine Etappe in Davos gemacht und ich muss sagen, es hat sich in diesen Jahren gewaltig entwickelt. Und wie laufen die Vorbereitungen für den Spengler Cup? Es geht noch etwa ein halbes Jahr, aber wir sind mitten drin. Also wir sind im Moment in der Phase, wo wir Mannschaft akquirieren tun und hoffen, dass wir Grössenordnung etwa Mitte Juli das abgeschlossen haben. Gibt es schon irgendein Highlight von einer Mannschaft? Nein, das ist noch zu früh zu sagen, aber es wird sicher sehr gute Teams geben. Wie viel Ahnung hast du vom Velofahren? Praktisch keine. Also im besten Fall weiss ich, auf welche Seite dass ich trampen muss. Robbie, you are unbeatable at the moment. Congratulations. How do you feel? Oh, I feel great. Two stage wins in a row is always really nice. Yesterday's one was I was happy but also relieved. And today I wanted to prove again that I'm in good form. And my teammates worked very, very hard today. Two guys riding in the front of the peloton to catch the breakaway. And then the other teammates to take me into the sprint and lead the way to the finish. So it was just a perfect scenario for me. And the work that they did deserves a victory at the end of it. David, 171 Kilometer später, wie geht's dabei? Ja, dementsprechend müde, ja, 171 Kilometer. Morgen sind es 190, noch ein Stückchen mehr. Was passiert noch heute? Ja, jetzt probiere ich mich so gut wie möglich zu erholen. Morgen ist extrem schwer. Also jetzt, ja, einige Bergpreise und hoffe schon, dass es gut geht. Wir sehen uns jeden Tag. Mir macht das Spass. Ja, wahrscheinlich auch. Sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe schon. Von mir aus kann es so weitergehen, ja. Von mir aus auch. Merci vielmals. Noch gute Erholung. Das Rennen ist vorbei. Bei mir ist der Alex Züle. Alex, wir haben angefangen im Regen. Jetzt ist Sonne. Hat das einen Einfluss gehabt heute aufs Rennen? Ja, sicher mal für die Fahrer und die Moral. Also, wenn der Tag nass wird, obwohl es geheißen hat, heute wird es auch vielleicht nicht fest, aber den ganzen Tag mehr oder weniger regnen. Es war schön für die Fahrer, dass sie es trocken über die Runde gebracht haben. Wir haben wieder den gleichen Sieger wie gestern. Wir haben auch das gleiche Bild, das gleiche Lied gehabt wie die letzten zwei, drei Tage. Jedes Mal Ausreißer, Grüppli oder zwei, drei, die wegfahren und kurz vor dem Ziel eingeholt wird. Also, man hat auch gesehen, in dem Moment, wo sie angreifen, habe ich meinen Gästen, die ich im Auto hatte, gesagt, es ist brutal zu sagen, aber heute gewinnt keiner von diesen drei, ist also rausgekommen und sogar noch der gleiche Sprinter wie ein Grosser gefunden, der Robbie McEwen, hat auch heute in Domadems gewonnen. Du sagst es genau selber, 190 Kilometer ist das Sinn morgen. Da sieht es anders aus, meinst du? Ja, ich denke sicher, dass auch wieder mehr oder weniger nach dem Start eine Gruppe weggefahren wird. Vielleicht einmal mehr wie nur drei, eine grössere Gruppe. Aber ich denke, vor dem Ziel wieder eingeholt wird und dann hat es noch eine zweite Kategorie im Berg. Und dort, das ist ziemlich steil, haben wir sagen müssen lassen, also sagen lassen. Und dort wird es wieder voll attackiert und dort kommt die Gruppe weg. Also ich denke nicht, dass es einen Massensprint gibt, einer von einer kleineren Gruppe. Okay, merci vielmals Alex. Ich sage Tschüss und das ist noch ein spezieller Gruß ins Tessin. Ciao a tutti e benvenuti al Tour de Suisse. Oggi siamo in Ticino, finalmente, speriamo che il tempo sia bello. Vi auguro un buon divertimento e ciao a tutti. Tour de Suisse TV wird Ihnen präsentiert von Würth und unterstützt von Skoda, AXA Winterthur, BP Ultimate und Sport.ch.